will den Tag nicht in mich aufnehmen. Der ist bestimmt warm. Tagchen. Aha. Oh Gott. Ey, wenn das am Ende wirklich an Chrom liegt, ne? Das wäre sagt, richtig. Bevor der Oktopod nicht ordentlich bewaffnet, er weiß, dass du etwas mit genug Wumms brauchst, um diesem Panzerschädel eine Delle zu verpassen. Pyrostäbe sollten ausreichen. Hm. Er sagt, sein alter Freund Bumm stellt alle möglichen Dinge her, die für einen Knall sorgen. Hm. Das heißt, dass ein paar der von Bumm abgefeuerten Pyrostäbe noch da draußen zu finden sind. Wiz meint, du solltest den Horizont nach Pyros absuchen. Wenn du schnell bist, könntest du welche finden, die noch nicht hochgegangen sind. Er ist ein kurioses Kerlchen, das seit seiner Kindlingszeit mit Sprengstoff herumtrickst. Es liegt ihm im Blut. Seine Familienrezeptur hat es in sich. Mhm. Der ist jetzt da. Ja, dann. Ja, dann fahren wir mal. Oh, oh. Ach komm. Ja, etwas Emel für dich. Emel. Und ein bisschen Gummi. Gegner. Aktivität. So, dann wollen wir mal das. Oh, hier gibt es Gummischrott für dich. Schieß alles in Stücke. Nicht viel Schaden. Go, go, go. Echt scharf. Easy. Da, erledigt. Nichts geht über das Licht. Punkt. Ja, ja, Wassermarsch und so. Ich muss nachher mal gucken. Ich habe ewig nicht mehr in meine Belohnungssachen reingeschaut, ne? Ich weiß nicht, wie viel Hami da aufgeräumt hat. Das ist eine Qualmgießerei. Hier hat Toxanol Temposaft verarbeitet. Sekunde. Wie viel
viel haben wir? 96. Nehmen wir mal die. Glühendes Eis. Auf die. Brenn, brenn. Der Schlitz. Sieh mal an, hier liegt was Schrottiges herum. Ja, verrückt. Oh, was ist das denn? Ist das ein Miniboss oder was ist das? So was deckt man nur schwer. Der ist da hinten umgefallen, ne? Naja. Viel, viel was. Du hast viel aufgeräumt. Oh, ja, ist übersichtlich geworden. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich muss da irgendwie durch. Ja, doch erstmal. Nee, komm. Wir sind eh gerade hier, also machen wir erstmal das. Das ist quasi Stunden aktuell. Hami. Oh, nicht, dass Basti sich irgendwann überflüssig vorkommt, ne? Entschuldigung, der war gemein. Es tut mir leid, der war fies. Sieh dir diesen Plastikkram an. Er wartet nur auf dich. Ein Schlüssel für jedes Schloss. Was haben wir hier? Hier ist es stiller als unter freiem Himmel. Fast dran vorbeigelaufen. Also weit ist es nicht, ne? Mitten ins Gesicht. Eine Knallfabrik. Hier stellte Toxanol alle möglichen Plosivsachen her, bevor alles in die Luft flog. Ja, das ist ja doof. Da komme ich so nicht rein. Auch nicht.
Kann ich vielleicht übers Dach rein? Nicht so wirklich, ne? Dies könnte der Anfang vom Ende sein. Von allem. Wenn Sally das sagt, dann wird das wohl so sein. Wow, wer bist du denn für eine... Kritisch. Nicht wirklich kritisch. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Kriegt man die Tür auch auf? Sieht aus wie ein ungeknallter Pyro-Stab. Sammle ihn lieber auf, niemals, bevor er explodiert. Klar, mache ich immer so an Silvester, dass ich die Raketen einfach so einsammle, ne? War mit so einem Netz. Ich fange die auch jedes Jahr zu Silvester einfach mit so einem Netz ein. Ah, ein paar Holzreste für dich. Da freut man sich doch immer. Ah, warte. So, einmal zu Wills zurück.